Nach meinem Video zu der stärksten Marvel-Waffe war das nur eine Frage der Zeit, bis das Video zu der stärksten DC-Waffe kommt. Und diesmal bin ich sogar nicht mal alleine. Ja, denn diesmal bin ich dabei. Hallo Freunde, ich bin der Cosmic Comic Rider und bei mir geht es immer um Comicbücher. Und auch ab und an, wie diesmal, um deren Inhalte. Falls ihr den Möbius-Share sucht oder auch das Book of Destiny, das ist hier nicht in der Liste. Klar, Wissen ist irgendwie Macht, aber kommt schon Leute, der Stuhl allein tötet niemanden. Jeder Ring und die zugehörige Zentralbatterie ist an sich schon extrem overpowered, aber hands down ist der Ring des White Lantern Corps der mächtigste. Er basiert nicht auf die Emotionen Liebe, Wut, Furcht oder was auch immer, sondern auf den zentralen Willen zum Leben. Genau wie die anderen Ringe kannst du damit aus reinen Gedanken Konstrukte erschaffen, Energiestrahlen abfeuern, in Lichtgeschwindigkeit reisen, Objekte anheben, die teilweise 100 Tonnen wiegen oder mehr, du hast ein Kraftfeld um dich, das dich schützt, und so weiter und so fort. Der weiße Ring hat aber auch den Vorteil, dass du zwischen allen Farben des Spektrums switchen kannst und somit deren Fähigkeiten übernimmst. Gleichzeitig kannst du auch die Fähigkeit der anderen Kraftring-Nutzer überschreiben. Das macht dich zum Hardcounter gegen jeden anderen mit einem Kraftring. Behold the Source Wall. Behind it is the single greatest secret of the universe. In der Reihe Green Lantern New Guardians reiste Kyle Rayner hinter die Source Wall und absorbierte mit seinem Ring die Life Equation. Die Gleichung bestätigt den Wert des Lebens und lässt den User Realität selbst formen, was ihn schon eigentlich fast omnipotent macht. In der letzten Ausgabe teilte Kyle seinen Ring auf, weil er viel zu mächtig ist, in mehrere kleine Ringe auf. Und das ist hier die Theorie dabei. Wenn du es schaffst, alle Ringe wieder beisammen zu haben, also alle Fragmente der Life Equation, wärst du wieder imstande, die Realität selbst zu formen. Bei der nächsten Waffe geht es um Größe, und zwar um schiere Größe. Ich spreche von Warbird. First Appearance hatte Warbird in DC Comics Presents Nummer 27 und es handelt sich hier um einen komplett irre bewaffneten mobilen Planeten, der gebaut wurde, um ganz einfach ganze Planeten zu zerstören und damit komplette Zivilisationen von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und wenn euch jetzt der bekannte und beliebte Todesstern aus Star Wars in den Sinn kommt, dann ist das verständlich. Aber es ist kein Vergleich. Allein schon wegen der Größe, denn Warbird ist wirklich big. Laut Definition größer als ein Zwergstern, das sind unfassbare 7000 Kilometer Durchmesser, wenn es ein kleiner Zwergstern ist. Zum Vergleich, der erste Todesstern hatte einen Durchmesser von 160 Kilometern und der zweite von 900, also absolutes Killerspielzeug gegen Warworld. Besetzer und damit Big Boss dieses Todessterns auf Steroiden ist kein geringerer als Mongul. Mongo. You recognize me, I'm flattered. Warbird verfügt zudem über ein Schutzsystem, das es nur demjenigen, der den Crystal Key besitzt, möglich macht, dorthin zu kommen. Und ist komplett gepanzert. Heavy fucking metal. Um diese ultimative BFG des DC-Universums zu zerstören, benötigte es Superman und Supergirl. Supergirl hat damit mit einer noch nie erreichten Geschwindigkeit ein Loch in Warbird geschossen und Superman konnte somit Warbird umprogrammieren, sodass es sich selbst zerstört. Er selbst konnte es nicht zerstören, denn laut seiner eigenen Aussage ist nämlich nicht stark genug, um Warbird zu zerstören, außer Warbird selbst. I am Death. I am Darkseid. Du kannst natürlich eine ganze Zivilisation auslöschen mit einem Planetenkiller oder indem du die Zivilisation zwingst, sich selbst umzubringen. Ja, die Anti-Life Equation. Okay, kein Gegenstand, sondern es ist eher ein abstraktes Konzept, aber der Vorteil, es kann nicht zerstört werden. Es ist wie mit der Life Equation. Es ist ein Teil des DC-Universums, hat immer existiert und wird es auch immer. Kennst du die Formel, kannst du den Willen von jenem Lebewesen brechen. Jeder kann potenziell zu deinem Sklaven werden. Und eigentlich ist auch keiner dagegen immun. Zugegeben gab es natürlich fairerweise auch schon einige Comic-Charaktere, die der Anti-Life Equation entgangen sind, zum Beispiel Wonder Woman, Flash oder Mr. Miracle. Was auch effektiv gegen die Formel hilft, ist die Hieroglyphe für Freiheit aus der Sprache der New Gods. Und lockert die Formel zumindest etwas. Natürlich hat die Formel schon in den letzten Jahrzehnten einige Retcons hinter sich und wurde zunehmend komplizierter und komplizierter. Zuletzt in Rebirth. In der Storyline Darkseid War lernen wir, dass der Anti-Monitor seine Macht hat, weil er mal der Anti-Life Equation in Berührung kam und mit ihr verschmolz. Was ihn zur Verkörperung des Anti-Matter-Universe macht. Die nächste Waffe ist eigentlich keine Waffe, sondern ich zitiere: The most powerful artifact the world has ever known. Nämlich the Helmet of Fate. Aber wie kann ein Helm eine Waffe sein? Nun, ganz einfach. Wer den Helm aufsetzt, wird zu Dr. Fate. Und Dr. Fate ist wohl eines der mächtigsten Wesen im Universum und wahrscheinlich der stärkste Magier überhaupt. Dieser Typ sieht dank seines Helms nicht nur sehr cool aus, er ist auch unfassbar stark, weil er die Verkörperung des 10 Milliarden Jahre alten Gottes Nabu ist. Let me tell you, I was hella hot. Superhero hot. Dieser hat nämlich seine Existenz in den Helm gepackt und jeder, der den Helm aufsetzt, wird dann eben zu Dr. Fate,
und besitzt die Fähigkeiten dieser uralten Gottheit. Seine Fähigkeiten sind nahezu lächerlich. Alles, was es gibt. Übermenschliche Stärke, übermenschliche Geschwindigkeit, Fliegen, Unsichtbarkeit, astrale Projektion, Dimensionsmanipulation, Energiemanipulation, verbesserter Intellekt, Postkognition, kosmisches Bewusstsein, Zeitreisen. Er kann Energiestrahlen verschießen, ist unverwundbar, unsterblich, kann interstellare Teleportation und dimensionale Teleportation, Transmutation und Telekinese. Er hat schon mal einen Planeten in die Sonne geschoben mit reiner Gedankenkraft. Ja, einen verdammten ganzen Planeten verschoben in die Sonne. Und weil das natürlich nicht genug ist, kann er auch zaubern und hat die Fähigkeit, große Mengen an Magie zu beschwören und einzusetzen, um ohne Scheiß alles zu tun. Aber schaut am besten noch beim guten Nerdman vorbei und lasst euch von ihm noch einmal detaillierter erklären, wer Dr. Fate ist. Und was ist jetzt noch heftiger, als die magische Gottheit überhaupt zu verkörpern? Das Element X oder Tenth Metal, wie es auch genannt wird. Es hatte seine First Appearance in New Gods Nummer 7 im März 1972, aber ist eher bekannt aus Scott Snyders und Greg Capullos Metal Event. Was jetzt kommt, ist kompletter Wahnsinn. Wer das Element X hat, kann mit der Kraft seiner Gedanken alles tun. Alles, was im Multiversum geschaffen wurde, ist aus Element X gemacht und jedes Ding oder Lebewesen hat irgendwie ein kleines bisschen Tenth Metal in sich. Wer dieses Element besitzt, ist in der Lage, die Realität neu zu schreiben. What the fuck? Es verleiht dem Benutzer die Möglichkeit, Dinge zu erschaffen mit der Kraft seiner Gedanken. Sei es nun irgendeine Art Waffe, Rüstung oder Schild oder die neueste Egyptian Les Paul mit einem Marshall Amp, der wirklich bis 11 geht. Man hat die Möglichkeit, seine eigene Kraft, Geschwindigkeit, also die eigene Leistung, komplett nach Belieben hochzuschrauben. Und die Grenze ist nur die eigene Vorstellungskraft. Es ist betitelt als The Metal of Pure Possibility, also das Metall der reinen Möglichkeit, und das trifft auch ziemlich genau zu. Außerdem hat man damit noch ein kosmisches Bewusstsein und kann hell sehen. Also der Benutzer kann Visionen von zukünftigen Ereignissen haben und auf diese Einfluss nehmen. Möglich, dass ich was vergessen habe? Klar, es ist ja alles möglich. DC-Fanboys streiten seit Jahren, was mächtiger ist, Element X oder die Miracle Machine. Fairerweise muss man sagen, dass auch die Miracle Machine wie alles andere aus Element X besteht, aber es ist irgendwie auch Element X auf Crack. Dieses Power-Ding wurde von den Controllers gebaut und von der Legion of Superheroes im 30. Jahrhundert weggesperrt, weil die Maschine zu gefährlich war. Es ist einfach die ultimative Wünsch-dir-was-Maschine, egal ob ein Lebensvorrat an Oreos oder ganz nebenbei das gesamte Universum zerstören. Genau das macht die Miracle-Maschine so extrem gefährlich. Selbst jeder Nebengedanke kann sich gegen den Nutzer wenden. Das macht die Maschine zwar extrem mächtig, aber gleichzeitig extrem schwierig zu beherrschen. Obwohl die Miracle Machine schon Ende der 60er eingeführt wurde, war sie in den letzten Jahrzehnten extrem selten auf der Bildfläche. Zum Beispiel in Final Crisis, als Supes alles, was Darkseid mit der Anti-Life Equation anrichtete, rückgängig machte. Bleiben wir aber fair, das Ding braucht eine enorme Kraftquelle, um überhaupt zu funktionieren, zum Beispiel einen Kraftring oder auch Element X. Ein neueres Beispiel, wo wir gesehen haben, was die Maschine drauf hat, war in der Green Lantern Blackstars Miniserie. Als die Controllers Hell dazu brachten, das Universum umzuschreiben, dass es das Green Lantern Corp nicht gibt und eben die Controllers über das Universum wachen. Wobei, wir kennen Hell und wie immer hat er einen Plan und hat dafür ein bereits totes Universum genutzt, um dieses umzuschreiben. Ich sag's nur wieder gerne. Comics. Das sind die mächtigsten DC-Waffen unserer Meinung nach. Du kannst gerne deine eigene Liste in die Kommentare schreiben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mal noch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch freuen, vielleicht den einen oder anderen auf meinem Kanal nochmal wiederzufinden. In diesem Sinne, ciao, euer Ryder. Schau gerne bei Ryder vorbei für weiteren Comic-Content, vor allem wenn du auf US-Comics stehst. Und damit sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal.